Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich bin es schon wieder. Es war jetzt bewegte Tage, eine bewegte Woche. Wir hatten jetzt Quarantäne. Wir hatten jetzt Flüge, Jakarta, Bali. Wir haben hier die Unterkunft. Wir sind nicht empfangen worden. Viele, viele Eindrücke, eigentlich mehr privat. Interessiert natürlich nicht alle. Heute machen wir nochmal einen Ausflug mit Vajan. Wir fahren heute nach Ost-Bali zu seiner Schwiegermutter und da nehmen wir euch mal mit und schauen mal, was da alles passiert heute. So, wir sind jetzt ungefähr 60 Kilometer gefahren. Unterwegs habe ich schon mal ein paar kleine Filmausschnitte gemacht. Hier seht ihr Vajan bei der Arbeit, immer fleißig. Hier holen wir jetzt die Eier ab. Das ist die Schwiegermutter, ihr YouTube-Star. Und da laden wir jetzt wieder Eier auf und die werden dann in der Großstadt wieder verkauft. Ja, mal schauen, wie viele Eier wir mitnehmen. Also ich habe ihn mal gefragt. Hier ist das Ei ungefähr einen halben Eurocent wert. Wir nehmen die dann mit nach den Pazar, weil auch er hat Covid-Probleme. Also die arbeiten hier alle Kleinigkeiten. Er macht halt Eierverkauf, auch um seine Schwiegermutter zu unterstützen. Das ist das Eierlager. So, ein Teil der Arbeit für heute ist gemacht. Wir haben jetzt 600 Eier aufgeladen. Das sind jetzt Eier für die Großstadt, für die Stadtmenschen aus den Pazar. Bio-Eier. Und als Dankeschön und als kleines Lohn gibt es ein leckeres Bio-Bananenfrühstück. Schaut mal, wie schön das hier ist. Ha? Natur pur. So, aber bevor ich wieder Quatsch erzähle, fragen wir jetzt mal, was der mit den Eiern wirklich macht. Was passiert mit den Eiern, Vajan? Semua telur mau dikirim ke desa tetangga dan akan dipakai untuk hadiah. Aha. Cuma-cuma. Also, die Eier fahren wir jetzt ein Dorf weiter. Die geben wir dann dort bei einem Eierhändler ab. Und die werden dann gespendet. Hat irgendeine Bank oder sowas, hat die gespendet für arme Leute. Und jetzt auch Covid-Zeit. Und da kriegt dann jede Familie entweder so ein Paket oder drei Stück, jeder Person oder so. Also das sind dann Geschenke und Spenden sozusagen. Super Idee. So, hier sind wir dann an der Sammelstelle für die Eier. Und Vajan hat gesagt, danach können wir Eier essen. Live bei YouTube? Bei Tomorrow Covid? Ja. Yeah. Also wir haben jetzt hier Feierabend für heute. Heute Nachmittag legen die Eier die Hühner. Nochmal frische Eier, kommen dann noch dazu und dann ist hier das Lager voll und das dann alles spendet. Das spendet dann der Bürgermeister aus der Gemeindekasse für die armen Menschen. Habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Habt gut. Ja, wir waren jetzt insgesamt 6 Stunden unterwegs heute. Vajan ist kaputt, ich bin kaputt. Also das schlaucht mehr die Fahrzeit und das Klima. Das war's erstmal für heute. Ich finde, das langt doch mal von Privatem und die Ankunft und so. Die nächsten Filme, wie ihr euch
sicher erhofft auch, manche von euch. Ich zumindest freue mich drauf. Gehen wir dann wieder an die Strände, an die Natur. Also als nächstes schauen wir uns mal einen ganz tollen Strand an. Da seid ihr hoffentlich wieder dabei. Und ab dann seht ihr auch Bali und nicht nur Privates. Wir ziehen jetzt nur um, morgen geht's in ein Haus. Wir haben ein Haus gemietet und da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, die nächsten 3-4 Tage seht ihr nichts. Da lasse ich euch mal in Ruhe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Mir ganz gut gefallen. Dann abonnieren, würde mich sehr riesig freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und das nächste Mal, ich denke mal am Wochenende, sehen wir uns am Strand wieder, am ganz, ganz tollen Strand. Bis dahin, tschüss. Hi, guys. Hi. Hi. Hello. 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 Hi.